Kapitel 7: Lass nicht die Sünde herrschen. Wenn du nicht willst, dass die Sünde über dich herrscht, dann ist es wichtig, dass du die richtige Einstellung gegenüber der Sünde hast. Du musst die Sünde hassen, denn wenn du die Sünde liebst, wirst du nie von ihr frei werden. Vielleicht überrascht dich diese Aussage und du denkst, die Sünde lieben? Wer liebt schon die Sünde? Dazu ein Zeugnis, das ich einmal gehört habe. Da war ein Mann, der hat über mehrere Jahre in wachsender Häufigkeit eine Gemeinde besucht. Er rauchte und hatte fast alles ausprobiert, um davon frei zu werden. Viele verschiedene Prediger haben mit ihm gebetet, aber es half nichts. Er wurde nicht frei. Eines Tages wurde sein Freund Christ. Das Überraschende war, dass dieser Freund noch am selben Tag frei von seiner Zigarettensucht wurde. Der Mann, der immer noch rauchte, sagte zu Gott: Was geschieht hier bloß? Ich bin so viele Jahre lang zur Kirche gegangen, viele verschiedene Menschen haben für mich gebetet, doch trotzdem bin ich nicht frei. Jetzt ist da mein Freund, der gerade gerettet wurde, und sofort wurde er frei von dieser Sucht. Der Mann wollte sich daraufhin gerade eine Zigarette anzünden, als Gott zu ihm sprach: Der Grund, warum du noch nicht frei wurdest, ist, dass du die Sünde liebst. Der Mann hielt inne, schaute die Zigarette an und dachte: Ja, das stimmt, ich habe die Sünde geliebt. Danach wurde er zornig auf die Sünde und vernichtete seine Zigaretten. So wurde er frei und seitdem raucht er nicht mehr. Dieses Zeugnis trifft genau den Punkt. Es gibt heute so viele Menschen in den Gemeinden, die in Sünde leben und sich darüber wundern, dass sie nicht frei werden. Das Problem ist aber, dass sie die Sünde lieben. Gott greift nicht einfach irgendwann ein, sodass wir dann plötzlich die Sünde hassen. Es beginnt mit dir. Du musst an den Punkt kommen, an dem du die Sünde so sehr hasst, dass schon der Gedanke daran Übelkeit in dir auslöst. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Römer 12, 9. Paulus spricht hierbei zu Christen. Es kommt nicht darauf an, ob du in Zungen sprichst, betest, die Bibel liest, ein Pastor bist oder Zeichen und Wunder erlebst. Solange du noch in Sünde lebst, wirst du nicht in das Königreich des Herrn hineinkommen. Ja, diese Aussage erzeugt Furcht vor dem Herrn. Aber genau das ist es, was wir brauchen. Bevor wir fortfahren, es ist wichtig zu verstehen, dass der Standard, nach dem wir leben sollen, Gottes Standard ist und nicht der von Menschen. Wir sind immer so damit beschäftigt, uns mit anderen zu vergleichen. In gewissen Bereichen ist das auch in Ordnung, vor allem, wenn wir uns mit denen vergleichen, die ein reines, heiliges Leben führen und die von Gott gebraucht werden. Gott nimmt seine Berufung und Salbung nicht zurück. Römer 11, 29. Darum kann es sein, dass selbst die gesalbteste Person in diesem Land in vorsätzlicher Sünde leben und auf dem Weg zur Hölle sein kann und dabei sogar Zeichen und Wunder erlebt. Wenn du zu jedem aufschaust, weil er gesalbt ist, du aber mitbekommst, dass er falsche Dinge tut, dann denke nicht, dass es in Ordnung ist, dasselbe auch zu tun. Nein, lasst uns nicht auf andere Menschen schauen, sondern lasst uns zu Gott aufschauen, um zu sehen, wie wir anhand von seinem Wort leben sollen. Es ist schlichtweg falsch, dieselben Sünden zu tun, wie sie andere Menschen tun, selbst wenn es Pastoren sind, die Kraftwirkungen und Wunder erleben. Wenn du mutwillig in Sünde lebst und dich nicht darum scherst, was Gott dazu sagt, dann wirst du verloren gehen, selbst wenn du Zeichen und Wunder erlebst. In Johannes 12,6 lesen wir, wie Judas Iskariot, der ein Jünger Jesu war, Geld aus der Kasse entwendet hatte. Es steht geschrieben, dass Diebe nicht das Königreich erben werden. In Matthäus 10,1 lesen wir aber, wie Jesus genau diesem Judas Autorität über unreine Geister gab und wie er ihm Kraft zum Heilen gab, genau wie den anderen Jüngern auch. Wir können auch über Samson lesen, dass er mit einer Prostituierten in Unzucht lebte, aber die Kraft Gottes war trotzdem noch immer auf ihm. Richter 16. Nur weil Menschen in der Kraft Gottes unterwegs sind, heißt das noch lange nicht, dass wir so wie sie leben sollen. Wir sollen so leben, wie Gott es uns sagt. Die Bibel ist sehr radikal. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Galater 5, 19 bis 21. Es ist sehr wichtig, dass wir richtig leben. Dieser ausdrucksstarke Vers ist für Christen geschrieben und somit gilt er für uns, die wir zur Gemeinde gehen und Jesus kennen. Lasst uns erneuert werden und nicht Sünde praktizieren, damit wir unsere Errettung nicht verpassen. In 1. Timotheus 1, 10 lesen wir fast das Gleiche, nur sind dort noch Lügner ausdrücklich erwähnt. Man darf mit Sünde nicht spielen. Bevor wir weitergehen, erzähle ich euch ein kleines Zeugnis. Eines Tages holte ich meine Frau aus ihrem Büro ab. Als wir ins Auto einstiegen und nach Hause fuhren, sagte sie plötzlich: Ich frage mich, ob ich gefeuert werde. Worauf ich ausrief: Was? Du wirst gefeuert? Aber warum? Sie erzählte mir, dass ein Mann aufgetaucht sei, dem die Firma Geld schuldete. Ihr Chef sagte ihr rasch, dass wenn dieser Mann sie fragen würde, ob sie ihm Geld überwiesen hätte, sie einfach sagen sollen: Ja. Das habe ich getan. Als nun dieser Mann kam, weigerte sie sich, dies zu tun, da es nicht der Wahrheit entsprach. Sie wollte nicht lügen. Später, als der Mann meine Frau fragte, ob sie ihm das Geld überwiesen hätte, sagte sie ihm die Wahrheit. Nein, das habe ich nicht und mir wurde auch nicht gesagt, dass ich das tun soll. Der Gedanke, was ihr Vorgesetzter nun sagen würde, machte sie nervös. Als wir zu Hause ankamen, rief sie ihn an, denn sie hatte ihn seit diesem Vorfall noch nicht gesprochen. Sie sagte ihm, dass es seine Entscheidung sei, wie es weitergeht, aber dass er nicht von ihr verlangen könne zu lügen. Er meinte nur, dass alles in Ordnung sei. Ich liebe es, wie sich meine Frau verhalten hatte. Meine Frau ist besonnen. Sie tat das einzig Richtige. Wir dürfen nicht lügen. Wenn du in einer Lüge lebst, dann rücke die Wahrheit schnell heraus. Vergiss nicht, die Bibel sagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist und wenn wir als Christen lügen, sind wir seine Kinder. Johannes 8, 44. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. 1. Petrus 1, 14 bis 17. Solange wir nicht erkannt haben, dass uns die Sünde von Gott trennt, werden wir nicht in der Furcht des Herrn leben. Und wenn wir sündigen, können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Außerdem werden wir auch nicht belohnt, sondern wir werden gerichtet werden. Wie ich jedoch zuvor schon geschrieben habe, es gibt Hoffnung, denn die Gnade hilft und lehrt uns. Solange wir willig sind, Gott an uns heranzulassen, gibt es Gnade für unser Leben. Spiel nicht mit Sünde. Hier nun ein Bibelabschnitt, der uns zu denken geben sollte, über den ich aber nie in einer Gemeinde jemand habe predigen gehört. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber in der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10, 1-13.
Viele von uns haben diese letzten beiden Verse, die Versuchung betreffend, schon oft gehört, aber ich denke nicht, dass wir sie schon oft in diesem ganzen Zusammenhang in unseren Kirchen gehört haben. Warum? Weil wir Christen schlaff geworden sind. Wir erlauben Sünde. Wir wagen nicht, die Wahrheit zu sagen, denn es könnte ja jemand verletzt werden. Lasst uns damit aufhören. Lasst uns die Wahrheit sagen, damit Menschen befreit werden können. Gottes Wort soll in uns arbeiten. Obiger Bibelabschnitt soll uns eine Warnung sein, sodass wir nicht unsere Herzen dem Bösen zuwenden. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 26 bis 31. Das ist keine leichte Kost. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein Opfer mehr für diese Sünden. Solche Verse können einem den Atem rauben. Und wenn du denkst, ich bin das, ich habe mutwillig gesündigt, dann möchte ich dir dazu sagen, dass ich das auch getan habe. Aber nachdem ich Erkenntnis bekommen habe, so wie ich es in diesem Buch schreibe, habe ich nicht mehr in Sünde gelebt, wie ich das zuvor getan hatte. Ich bin nun an dem Punkt im Glaubensleben gelangt, wo diese Bibelstelle mich persönlich betrifft. Ich glaube, dass wenn ich weiterhin in Sünde leben würde, ich meine Errettung verlieren könnte und es dann zu spät wäre. Jetzt kommen dir sicher ein paar Bibelverse in den Sinn, mit denen du mir entgegnen möchtest. Aber vergiss nicht, die Gesamtheit des Wortes Gottes ist die Wahrheit, nicht einzelne Verse. Und bitte vergiss auch nicht, was die Glaubenslehre, von der ich in diesem Buch schreibe, in meinem Leben bewirkt hat. Ich wurde von der Sünde befreit. Wie bereits erwähnt, unterscheide ich in diesem Buch zwischen bewusst in Sünde leben und unbewusster Sünde und in Sünde fallen und wieder umkehren. Ich werde immer wieder mal sündigen, denn ich bin nicht perfekt, aber ich arbeite daran und Gott arbeitet an mir. Er zeigt mir immer wieder Dinge, die ich angehen soll. Dies ist ein Teil eines Prozesses, der Heiligung bedeutet. Das geschieht nicht innerhalb einer Sekunde, es braucht Zeit. Darum ist es wichtig, dass wir Gott alle Zeit an uns wirken lassen, sodass wir das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinn durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Hebräer 5, 14. Ich weiß heute, wo meine Schwachpunkte sind, wo ich früher gesündigt habe, und ich weiß, welches die Auslöser sind, dass ich wieder sündigen würde. Das wird aber nicht geschehen, denn ich erlaube meinem Fleisch nicht zu herrschen. Zum Beispiel weiß ich, dass unreine sexuelle Gedanken ein Problem für mich waren, und darum schaue ich heute keine Werbung für Unterwäsche oder ähnliches mehr an, welches das Fleisch in mir wecken würde. Sünde ist nicht etwas, womit man spielen darf. Zur Erinnerung, wir werden ewig leben, entweder im Himmel oder in der Hölle. Schneide es ab und wirf es weg. Und wenn du durch deine rechte Hand Freunde, Fernsehen, Internet, Alkohol und so weiter zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, Freunde, Fernsehen, Internet, Alkohol und so weiter, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Matthäus 5,30. Es ist total wichtig, dass du der Sünde keine Hintertür offen lässt. Zum Beispiel, warum nutzt du Kabel- oder Satellitenfernsehen, das viele Programme hat, obwohl sie dort hauptsächlich Schrott zeigen? Aber das schaue ich mir doch gar nicht an. Und warum hast du es dann überhaupt? Ich will versuchen, dir besser zu erklären, was ich meine. Wenn du zum Beispiel einen guten Tag hast und Gottes Nähe spürst, dann kommt es dir nicht in den Sinn zu sündigen. Wenn du einen Film anschaust und darin eine schlechte Szene vorkommt, dann klickst du auf die Vorwärtstaste, währenddessen du wegschaust. Du möchtest unter keinen Umständen etwas Falsches anschauen und willst nichts mit Sünde zu tun haben. Wenn der Film fertig ist, denkst du,
Guter Film. Es gab nur eine Szene, die nicht gut war, aber ich bin stark, darum habe ich sie nicht angeschaut. Das ist Sieg. Doch 5, 6 Tage später kommst du mit einer richtig schlechten Stimmung von der Arbeit nach Hause und alles geht dir auf die Nerven. Vielleicht hat dich dein Vorgesetzter den ganzen Tag kritisiert und jetzt möchtest du einfach nur deine Ruhe. Du gehst herum, ärgerst dich über dies und das und schiebst alles zur Seite, was mit Gott zu tun hat. In der Zwischenzeit badest du in Selbstmitleid und dann schaust du dir noch einmal diesen Film an. Doch jetzt, dieses Mal nutzt du die Vorwärtstaste nicht, um die schlechte Szene zu überspringen, sondern du nutzt sie, um genau zu dieser Szene zu kommen. Ich weiß, dass das viele kennen, vielleicht nicht so sehr mit dem Fernsehen, dafür mit dem Internet, mit Zeitschriften, Musik, Freunden, Alkohol oder anderen Dingen. Bist du dir bewusst, dass dein Zuhause eine Kirche ist? Was würdest du tun, wenn Jesus käme und sagen würde, dass er heute Gast in deinem Haus sein möchte? Hast du Dinge herumstehen, die falsch sind? Dann wirf sie weg zu deinem eigenen Besten. Ich bin überzeugt, dass wir als Christen davon profitieren, wenn wir einen großen Abfallsack nehmen und alles wegschmeißen, was nicht gut ist. Damit können wir diese Hintertüren für Satan schließen. Ich kann sagen, dass unser Zuhause rein ist. Dort gibt es nichts, was mir zum Stolperstein werden könnte. Trotzdem habe auch ich Zugriff aufs Internet, denn ich habe einige Webseiten zum Thema Jüngerschaft. Ich weiß, dass es viele gibt, die durch das Internet gesündigt haben. Es gibt so viel Schrott darin und es steht alles jederzeit einfach zur Verfügung. Deshalb habe ich mich entschieden, dass, falls ich mich jemals auf den falschen Seiten aufhalten sollte, ich den Internetzugang nicht behalten werde, auch wenn das bedeutet, dass ich meine christlichen Webseiten verliere. Sünde muss Konsequenzen haben. Du sagst, nun ja, das habe ich auch schon gehört und sogar selbst schon gesagt, aber mich nicht daran gehalten. Mach mit einem Freund oder einer Freundin aus, dass er oder sie von Zeit zu Zeit deinen Computer kontrollieren kann, um zu sehen, welche Seiten du besuchst. Dann kannst du keine Seiten besuchen, ohne dass sie es herausfinden. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott alles sieht. Er sieht es auch, wenn wir sündigen. Wenn dich das jetzt trifft, dann kehre um und bekenne es jemandem, bevor dich die Flammen der Hölle verschlingen. Das mag jetzt extrem klingen, doch jetzt ist die Zeit der Gnade. Morgen könnte es zu spät sein. Wenn du wahre Gottesfurcht in deinem Leben hast, dann brauchst du solche Abkommen nicht. Aber bis du diese Furcht des Herrn hast, kann es notwendig sein. Einen guten Freund zu haben ist Gold wert. Wir alle brauchen einen Freund oder eine Freundin, dem oder der wir vertrauen. Du brauchst jemanden, wo du nicht ausgelacht wirst, wenn du offen über deine Kämpfe mit der Sünde redest und wo du hilfreiche Unterstützung findest. Es ist sowieso wichtig, gute Freunde zu haben. Treffe weise Entscheidungen, mit wem du Zeit verbringen möchtest. Wenn du Freunde hast, die dich negativ beeinflussen, dann trenne dich von ihnen, egal wie nett du sie finden magst. Gott ist mächtig genug, um andere Freunde für dich zu finden. Trenne dich von schlechten Freunden. Diese sogenannten Freunde sind es nicht wert, ihretwegen die Errettung zu verlieren, weil sie einen schlechten Einfluss auf dich haben, selbst wenn sie sich Christen nennen und zur Kirche gehen. Ich werde später noch mehr darauf eingehen. Doch zurück zum Thema Sünde, bei der wir darauf achten müssen, ihr gegenüber die richtige Haltung zu haben. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Hebräer 12, 15 bis 17.